Wir von Gotsband Computer legen Wert auf qualitativ hochwertige Arbeit und auf unsere individuelle Kundenberatung. Gotsband Computer steht für Qualität, faire Preise, kompetente Beratung und der Vielzahl unserer Produkte. Wir bieten Ihnen auch Vor-Ort-Service und Hilfestellung bei der Einrichtung von Internetanschlüssen. Gotsband Computer, Remscheid-Lennep. Wir sind mit die letzten Menschen, die hier auf dem Rathausplatz stehen. Deutschland spielt 0:0 gegen Polen. Die Stimmung war heute doch ein bisschen mau. Ich habe den Chris und den Dan bei mir. Dan, du hast ja die Leute versucht zu animieren, Flaggen zu schwenken, sich ein bisschen zu beteiligen, aber es wollte heute nicht so richtig, oder? Nee, irgendwie ist der Funke nicht übergesprungen. Ich weiß nicht, woran es lag, ob sich viele schon irgendwie zu sicher waren oder gedacht haben, das wird ein Selbstläufer, aber ist der Funke, wie gesagt, nicht ganz übergesprungen heute. Gegen die Ukraine war das wesentlich besser? Absolut, also wer am Sonntag da war, hat es, glaube ich, selber miterlebt. Das war schon ein ganz anderes Kaliber. Und Chris, du lädst ja schon seit einigen Jahren auf. Ich glaube, so mau wie heute? Selten, oder? Ja, ist korrekt. Aber man muss dazu sagen, ich habe vorher 3:0 getippt, ich war mir auch sehr sicher, aber ganz großes Kompliment erstmal an die Remscheider. Also trotz des Regens, ich meine, am Anfang hat es noch nicht geregnet, aber jetzt während des Spiels hat es wirklich heftig geplästert, sind wirklich noch so viele da geblieben. Da erstmal einen ganz, ganz großen Respekt. Das ist es, was die Fanfeier hier ausmacht. Und dass es nicht geklappt hat mit dem Sieg und mit der Stimmung. Oder was heißt mit der Stimmung? Ich meine, die Leute waren ja trotzdem gut drauf, aber es ist natürlich klar, so ein paar mehr Leute, das macht schon viel aus, ja. Aber man hat die Spannung schon gemerkt, ne? Also Stimmung ist jetzt ein eines Thema, aber das andere Thema ist so, man hat schon bei den Leuten gemerkt, Spannung. Schön zu sehen, viele Leute mit polnischen Fahnen, mit polnischen Hüten, mit Trikots hier. Also es war sehr schön auch gemischt heute. Natürlich, klar. Also Daniel hat es auch gesagt, wir sind froh auch über die Gäste anderer Nationen hier. Auch das macht die Fanfeier aus und letztendlich die Spannung. Ich meine, man hat es auch im Spiel hinterher gesehen, ja. Also es war kein sicheres Ding. Da haben wir schon andere Spiele erlebt. Aber ich bin ganz zuversichtlich, nächstes Spiel, das wird was. Oh, da lehnt er sich schon ein bisschen raus gegen Nordirland. Was sagst du? Ja, ganz klarer Sieg. Also Dienstag machen wir das Ding fest. Als Gruppenerster. Genau. Okay. Und Dienstag 18 Uhr. Ich glaube, der Platz wird hier wieder sehr, sehr voll werden. Wir hoffen es zumindest. Und dann machen wir alles fest. Und du überlegst dir was, wie du die Leute ein bisschen besser motivierst. Ja, das kriegen wir schon hin. Also die Stimmung wird auf jeden Fall besser werden. Wir sind immer gut drauf. Wir versuchen alles und am Dienstag kriegen wir das wieder hin. Ja? Natürlich. Zum Thema Musik will ich noch mal ein bisschen kommen. David Guetta ist das offizielle EM-Lied, aber allgemein hast du gerade zur EM wieder so ein persönliches Highlight? Ich muss sagen, zur WM war es leichter. Es gab zur WM sehr, sehr viele Lieder und das ist, glaube ich, auch schon die ganzen Jahre so. Die EM eignet sich anscheinend für die Künstler nicht so sehr. Guetta ist jetzt mal eine Sache, die lassen wir mal außen vor. Gerade natürlich im Schlagerbereich wird eigentlich viel gemacht. Ein paar heiße Favoriten sind immer vom Niki Krause dabei. Ich meine, der war halt auch hier. Genau. die gehen immer, da kann man nichts machen. Und was ich ganz gut finde, ist hier Markus Becker, die beste Elf der Welt. Das ist sowas, wo ich mal mitgeguckt habe. Das kommt eigentlich auch ganz gut an. Genau. Ansonsten sollen sie mal Vorschläge machen, was die Hits hier der Gäste sind. Können Sie uns schreiben? Ja. Aufruf mal, ne? Also schreibt. Genau. So ein Aufruf gerne. Leiten wir gerne weiter an die Jungs. Bei dir ein Favorit? Ein Favorit. Ich bin, glaube ich, beim Christoph mit Micky Krause. Ich sage, wer am Sonntag da war, der weiß, wie er Stimmung macht und wie er es auch immer wieder schafft, mit seinen Texten irgendwie, die auch manchmal gar keinen Sinn haben, aber das ist ja ganz egal. Manchmal. Ich glaube, darum geht es ja und die gehen einfach ins Ohr und Sonntag, was er da wieder abgerissen hat, das war super und von daher, die Lieder von ihm bringen immer Stimmung, egal wo und egal wann. Super. Dankeschön, Jungs. Wir sehen uns dann am Dienstag wieder. 18 Uhr dann, nicht 21 Uhr, Anpfiff gegen Nordirland. Ja, und dann hoffen wir mal, dass die Stimmung ist. Noch, ne? Genau, das ist das Erste. Ja, und also wir sind wesentlich früher dran. Und hoffen wir natürlich, dass die Stimmung dann besser ist und dass Deutschland gewinnt und die Gruppe gewinnt.